durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich... Die Welt erobern! Sieh mal, Hogi, ein Hamster! Genau das, was ich morgen für den Sitzierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Vern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hogi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor?
Ja, hallo Freunde der Spiegeltour, auch auf YouTube. Heute werden wir uns Day of the Tentacle Remastered Edition im Hitbox-Livestream widmen. Ein altes Point-and-Click-Adventure, schon eigentlich steinalt, aus meiner Jugend sogar noch. Und normalerweise mache ich ja nicht viel Point-and-Click-Adventure. Ich kenne da so ein paar Let's Player, die grasen den Markt eigentlich komplett leer, dass man nie die Chance hat, was zu spielen. Und deshalb mache ich das einfach so, weil das ist eins der besten Adventure, die es jemals gab. Neben natürlich der Monkey Island-Reihe. Und noch andere von damals. Und ich werde einfach mal starten. Ist natürlich schon, wie gesagt, auch bei mir lange her, dass ich es gespielt habe. Ich kenne wahrscheinlich nicht mehr jedes Rätsel von früher. Und lasst uns dann anfangen. So. Ja, wir sind beim Professor. Und es gibt jetzt in der Remastered-Version übrigens dieses praktische Menü. Es klebt am Boden fest. Ja, dafür brauche ich eine Brechstange. Wenn ich mich noch recht entsinnere. Da ist übrigens Bernhard. Ein sehr fescher Typ übrigens. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Woher weiß er schon, wie die Pflanze heißt? Ein gartenbaulicher Albtraum. Man kann übrigens auch mal gucken, wie es früher ausgesehen hat. Das ist das Original-Interface und die Original-Grafik von damals. Und ich finde, die Remastered macht echt einen ordentlichen Eindruck. Da haben die sich wirklich nochmal Mühe gegeben, alles ein bisschen glatter aussehen zu lassen, ohne dass der Stil verloren geht. So. Außer Betrieb. Das weiß ich noch, da musste man den Groschen nehmen. Ein Schweizer Sparkonto. Ha! Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Er ist also scheiße arm. Ha! Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Wen soll ich anrufen? Ich habe dazu jetzt keine Zeit. Ich bin auf einer Mission. Da ist Tippex drin. Am besten, so wie man das früher gemacht hat, alles mitnehmen, was man findet. Ich hoffe, es sieht niemand zu. Ich hoffe schon. Und so wie es halt früher war... Ich sehe auf Video so blöd aus. Stimmt auch gar nicht. Hat man natürlich ein Safe hinterm Bild. Ha, gut, ich erinnere mich noch. Der Safe ist geschlossen. Ich kenne die Kombination nicht. Macht nichts, die finden wir auch noch raus. Ich sollte damit nicht rumspielen. Vielleicht... Laverne kümmert sich um diesen Bereich. Stimmt. Und ich glaube... Hoagie sieht hier schon nach dem Rechten. Stimmt auch. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Aushilfe gesucht, Schild. Laborassistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Ich glaube, jetzt konnte ich den da unten noch nicht nutzen. Es ist auf dem Tisch festgeschraubt. Ja, du sollst es auch benutzen einfach. Ich glaube, wenn man es häufig macht, passiert irgendwas. Oder auch nicht. Es klebt am Boden fest. Das weiß ich. Besser nicht. Nee, dann braucht man wirklich später ein Brecheisen. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser... So, gehen wir mal ins Labor. Daran erinnert sich natürlich noch jeder, der es damals gespielt hat. Eingang. Das ist fast schon zu einfach. Musik.
Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte! Da fehlen die Flop-Geräusche. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ah, da sind sie. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Zur Zeitmaschine. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. So weit, so gut. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht. Ich will es nicht wissen. Sterbt! Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert! Ich kann es nicht glauben. Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh, oh. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben sie noch? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was?
Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hogi denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! So, ja, Zeitmaschine ist auf jeden Fall, läuft die nicht gut mit falschen Diamanten. Jetzt sind meine Freunde in anderen Zeiten gefangen. Und meine erste Aufgabe ist wirklich Pläne finden. Nichts machen. Laverne, lustigerweise, hat mich früher immer an Petra erinnert von GameStar. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Warnung, der Abfall aus diesem Gerät ist hochgiftig und kann bei Genuss Illusionen hervorrufen. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow! Guck mal, da sind schon die Pläne. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Jetzt kommt der Clou des Spiels. Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült. Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit! Mithilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die hieß er noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte.